Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind jetzt kurz vor der Arena sozusagen. Also wir gehen gleich auch zur Arena. Unser erster Arena-Kampf, worauf ich mich richtig doll freue. Ich weiß allerdings nicht, was da für Typen dran kommen. Aber vorher will ich hier nochmal kurz zum Supermarkt gehen und mal schauen, was die so im Angebot haben. So, dann mal kaufen. Pokéball und Trank. Oh, momentan nicht viel mehr. Na gut, dann kaufen wir mal ein paar Tränke. 7 Stück, dann haben wir nämlich... genau, 10 Tränke, das passt doch erstmal. Aber hier ist noch ein zweiter Dude. Was macht er so? Bei ihm kann man auch kaufen. Ah, Briefe. Okay, na gut, Briefe brauchen wir jetzt hier nicht. Dann, let's go! Auf zur Arena. Wo waren jetzt die Arena? Ne, die war weiter unten, oder? Es war doch hier diese komische Trainer-Obwohl. Weiß ich jetzt nicht. Ne, hier ist die Route. Für mich ist die Stadt halt immer noch neu, daher muss ich erstmal schauen, dass ich mich hier zurecht finde. Nee. Wo war das? Links? Nö. Findet die Arena. Muss es doch hier unten links gewesen sein. Dennis! Hä? Nee, Moment, wir wollen... Das ist ja in einer anderen Stadt. Unsere Heimatstadt. Da ist die Arena. Stimmt. Entschuldige bitte. Ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm zunächst erstmal das hier an dich. Sieh eine Beere. Oh, Beeren. Ich habe dir gerade ein paar sogenannte Sinebären gegeben. Gib sie deinem Pokémon zu essen und regeneriere so ihre KP. Aber du kannst deinem Pokémon die Bären auch tragen lassen. Dann essen sie sie selbstständig, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben, um so ein paar KP zu regenerieren. Ja, eigentlich ganz geil. Von daher. Nun gut, vorhin habe ich dich ja angewiesen, den Arenaleiter von Aventura City herauszufordern. Das ist ein sehr starker Trainer, doch verzage nicht. Wenn du dir nur bewusst machst, wo die Stärken deiner Pokémon liegen und was du als Trainer zu tun hast, dann ist der Sieg so gut wie dein. Und dann misst du dich ja, mit stärkeren Trainern. Ja genau, fordere die Arenaleiter aller Städte heraus. Arbeite mit deinem Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Und je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer... Ja, desto weiter wird euer Horizont. Nice. So, hier schnell zurücklaufen. Die Trainer haben wir ja hier schon alle besiegt. Und ja, wir müssen jetzt hier nur durchs Gras stolzieren. Aber es geht ja ganz schnell. Auf, nochmal zur Heimatstadt. Oh, da war gerade das Datum. Das aktuelle Datum, wo ich das aufnehme. Okay, ja, jetzt wisst ihr Bescheid, wann ich das hier aufnehme. So, ja, jetzt ist die Frage, wo war die Arena? War das? Nee, hier war mein Zuhause. Hier ist das. Habe ich mich doch schon gefragt, ist das eine Arena? Ja, doch, war dann doch eine Arena. Okay. Ich habe Lauro aus Dowsing gebeten, hier zu unterrichten, aber er hat abgelehnt. Er sagt, es sei Zeit, den jüngeren Leuten das Feld zu überlassen. Okay. Hä, das ist doch nur eine Schule. Keine Arena. Verwendest du während deiner Pokémon-Kämpfe eigentlich Items? Hier, probier das mal aus. Abwehr. Ja, erhöht die Verteidigung. X-Abwehr erhöht die Verteidigung des Pokémon, auf das du es angewiesen hast. Ein Trainer muss sich gut überlegen, ob es während eines Kampfes eine Attacke oder doch bei seinem Item einsetzt. Das stimmt. Gibst dein Pokémon doch bestimmt Items zum Tragen. Aber wie es aussieht, können Pokémon von den mit von Menschen hergestellten Items, wie zum Beispiel Tränken, nichts anfangen. Das stimmt. Pokémon vom Typ Normal sind ziemlich anfällig gegenüber Kampf-Pokémon. Aber in dieser Gegend gibt es nur auf dem Dowsinghof ein Kampf-Pokémon, Riolo. Wenn du mit einem Pokémon vom Typ Feuer, Wasser oder Pflanze kämpfst, kommt es nur darauf an, welches Pokémon stärker ist. Ja, aber Kampf-Pokémon haben Riolo haben wir ja gefangen. Ja, René. Man kann die Entwicklung eines Pokémons auch unterbinden. Ich lese dir mal aus dem Lehrbuch hier vor. Über die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man es mit dem B-Knopf so sehr erschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Ja, manchmal ist das vielleicht doch noch ganz gut, um eine bestimmte Attacke zu erlernen. Hier ist in der Weiterentwicklung nicht erlernt. Und hier ist die Arena, glaube ich. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Gyudo. Vielen Dank, dass du in der Arena, eintrittst. Hier für dich. Waffelwasser. Waffelwasser, das erhöht KP wieder. Delta KP wieder, ja. Eine Pokémon-Arena ist eine Einrichtung,
die dazu dient, die Stärke eines Trainers zu bestimmen. Einfach gesagt, wer einen Arenaleiter besiegt, muss ein starker Trainer sein. Ein Pokémon-Kampf verliert man, wenn man keine kampffähigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Von daher ist es zum Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Was werden hier für Pokémon-Typen eingesetzt? Normal-Pokémon oder wie? Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von Adventure City. Ich bin Shion, der Arenaleiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich einer Arena entsprechend begrüßt werden. Wir haben einen Herausforderer. Nehmt eure Position ein, ihr beiden. Wenn du die beiden besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Ja, ist immer so. Wenn man die anderen besiegt, kann man dann den Arenaleiter herausfordern. So, dann let's go. Jetzt bin ich gespannt. Es wurde ja von Normal-Pokémon was gesagt. Ja, normal geht ja. Na ja, Normal-Pokémon. Schade eigentlich. Aber dann heißt es schon mal, dass die anderen 7 Arenen keine Normal-Pokémon dann sind. Dementsprechend. So, auf Level 9 ist er. Uiuiui. Das macht bei René ganz schön viel Schaden, so ein Tackle. Aber Ruxo Keep ist eigentlich auch ganz geil. Wir müssen das öfter in einem bestimmten Trank einsetzen. Ui, ein KP, Mann. Der jetzt ein Critical Hit gezogen, das wäre schon ein bisschen belastend. Aber Level 11 springt endlich für René raus. Jetzt sind Jonas und René auf dem gleichen Level. Offenbarung, okay. Was ist Offenbarung für eine Attacke? Eine normale Attacke. 30 Stärke. Ziele, die Schutzschild oder Skinner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken. Okay. Zookeep hat Stärke 30. Ja, kommt Gesichter raus. Ist nicht. Also, ich habe jetzt eine Kampfattacke erhofft, aber. Na gut. Yorklef. Da setze ich jetzt Jonas ein, der hat noch ein paar mehr KP. Jonas wollen wir jetzt ja auch nicht vernachlässigen. Gerade weil jetzt beide auf demselben Level sind. Das Training ist sozusagen von René beendet. Lüfter, ja gut, kann er gerne machen. So. Noch ein Rankenhieb, dann ist ja hoffentlich weg. Ja, wunderbar. Vielleicht springt sogar Level 12 für Jonas raus. Ja, doch, wunderbar. Sehr schön. Einer von den beiden Trainern ist jetzt schon besiegt. So. Dann setze ich gleich mal einen Trank ein für René. Wie viel KP macht Tafelwasser? 50 KP. Oh, ist wie ein super Trank. Aber uns reicht ein normaler Trank erstmal hin. Ja, die Arena ist halt noch ein bisschen einfach gehalten. Ist ja auch die erste, also von daher ist das nicht ungewöhnlich. Ein Yorklef. So. Uksuki. Hätte so gerne eigentlich jetzt eine Kampf. Ui, Attacke! Boah, nee, ey. Da wechsle ich jetzt kurz zu Jonas. Das war zwar ein Volltreffer, aber. Trotzdem. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Aber was setze ich Tackle ein? Mann. Natürlich macht die Ranken die. Dann doch ein bisschen mehr Sinn, denke ich. Oder? Macht das mehr KP schon? Ja, doch, auf jeden Fall. Obwohl es nur normal Pokémon sind, sind die trotzdem schon ganz schön hart. Die Pokémon. Nagelotz. Ja, gut, wir müssen jetzt mit Jonas weiterkämpfen. Weil. Wenn er einfach zu dolle geschwächt ist. Wir gehen gleich vorm Arenaleiter nochmal kurz ins Poké-Center! Alter, wie viel Glück haben die denn? Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Jetzt kann es doch mal spannend werden. Weil wir haben ja noch keinen Beleber oder so. Es hat eben gerade 9 KP abgezogen. Setz nochmal einen Trank ein. Ich will nicht das Staffelwasser aufgeben jetzt für einen normalen Kampf hier. Aber jetzt sollte es klappen. Da wird noch. Oh nee, das war jetzt doch schon nett. Ich hätte den Trank vielleicht nicht einsetzen brauchen, aber. Wollte jetzt nicht Jonas sterben lassen. So. Wo ich jetzt gegen den Arenaleiter kämpfe, natürlich jetzt nochmal kurz ins Pokécenter. Weil so geschwächt trete ich da jetzt nicht gegen an. Und ich bin jetzt auch ein bisschen geizig mit meinen Tränken. Später kann man vielleicht dann hier und da doch nochmal einen Trank dann einsetzen und den Weg zum Pokécenter sparen. Aber wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Von daher. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Bin äußerst doll gespannt. Wir lassen René mal vorne. Dann geht's hier jetzt gegen den Arenaleiter. Genau, wie es für dich der erste Kampf als Arena Herausforderer ist, ist es mein erster Kampf als Arenaleiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unseren Kampf sind. Oh ja. Ein Kampf, der uns beiden in Erinnerung bleibt. Bei Pokémon wahrscheinlich wieder dieselben, ja, Nagelotz. Oh, der hat ganz schön eben reingehauen. Ich mach mal Konter. Er setzt Kraftschub ein. Ich mach jetzt nochmal Konter. Warum macht der Kraftschub das? Ey, das gefällt mir jetzt gar nicht. Hängt gar nicht gut an. Alter, der kann uns One-Hit KO'en jetzt hier mit. Der muss ganz schnell weg. Da kann er noch. Alter! Wie oft hat er das jetzt erhöht? 5-mal? 4-mal? Eine Attacke einsetzt. Nee, ist weg. War klar. War klar. Komm, Jonas. Sieg ist das höhere Initiative wert als er. Scheiße. Boah. Nein! Ist das dein Ernst? Komm, Volltreffer bitte. Scheiße. Setz auch mal einen Trank ein. Oh je, je. Ich kann nichts machen. Komm, Volltreffer. Nein. Jonas ist weg. Na toll. Das ist ordentlich in die Hose gegangen. Dann rennst du einem Pokémon Center und beschützt das erschöpfte und besiegte Pokémon-Team vor weiteren Schaden. Dann, boah, aber Kraftschub 4-mal oder so. Und wir hatten dann das Pech mit René halt, dass wir halt Konter eingesetzt haben. Ich dachte, er greift mich gleich an und wusste, dass er halt viel Schaden anrichten kann. Und dann dachte ich, ja gut, wenn er René vielleicht zur Hälfte schwächt mit einer Attacke, dann können wir das zurückkontern. Das war halt mein Plan. Okay. Dann heißt es jetzt gleich angreifen. Oh Mann, ey. Komm, René. Was geht's? Das war ja erst das erste Pokémon. Und nur ein normal Pokémon, Leute.
Zieht euch das mal rein, das ist ein Normal-Pokémon. Ah ja, macht gleich wieder Kraftschub, war klar. Wir nutzen die Zeit und greifen an. Volltreffer oder so wäre mal nicht schlecht. Natürlich haben wir nicht das Glück. Ah, nein. Wir müssen auf Glück hoffen. Komm, oh ne, überleben mit einem. Uiuiui. Uiuiui. Alter. Komm, Jonas. Sieg es. Mach 10 KP Schaden, Alter. Komm, Ankenhieb. Jetzt setzt er gleich einen Tank ein. Weiß ich. Machen wir auch mal. Setz mal Silberblick ein, damit seine Verteidigung sinkt. Und nochmal Silberblick. Dann setzen wir gleich noch einen Trank ein in der nächsten Runde. Wir müssen das jetzt ein bisschen taktisch angehen. So, selbstverwendetes Item nehmen wir mal hier gleich. Aber dieses Mal sind wir wenigstens nicht One-Hit-KO. Ja, sehr schön. Komm, besieg es. Tschüss. Boah, ey. Das war hart. Das war sehr, sehr hart. Fast ein Level ab. Weiterkämpfen. Ja, das macht Jonas schon. Das macht Jonas. Wir haben zwar nur noch 5 KP, aber... Wir setzen jetzt nochmal einen Trank ein und dann kriegen wir es hin. Das war jetzt auch vorhin Pech, dass er so häufig Kraftschub gemacht hat. Aber das ist immer noch extrem stark. Level 13 ist es. Nein, mach doch bitte keinen Kraftschub. Ich muss jetzt nochmal eine Heilung einsetzen. Jetzt hatten wir gar keine Probleme, aber hier jetzt schon. Wir haben noch nicht so geile Attacken, dass wir hier irgendwas machen können. Es wird Zeit, Silberblick einzusetzen. Und dann greifen wir danach gleich an. Er macht weiterhin Kraftschub. Aber er hat nicht so starke Attacken, obwohl... Ja, mit dreimal Kraftschub ist ja... Sind wir vielleicht auch wieder One-Hit-KO. Tackle war jetzt eine ganz schön scheiße Entscheidung. Aber eventuell kriegen wir es noch hin. Wir setzen gleich Rankenhieb ein. Wir haben notfalls immer noch René, der einen Ruckzuck-Hieb hat. Aber wir kriegen es hin. Sehr schön. Er ist dumm und macht weiterhin Kraftschub. Er ist sehr, sehr dumm. Ui. Alter, das war hart. Das war sowas an hart. Level 13, Jonas, hast du dir auf jeden Fall verdient. Ach, Jonas, Moin, was geht? Na, willkommen in der Aufnahme. Ja, I know it. So. Wachstum. Was macht What das? What do you play? Pokémon. Ah. Ja. Welches Ding? Welche? Pokémon Schwarz 2. Oh, wie ich das liebe. Das habe ich auch für ein DS, ne? Ich habe dich mit Absicht vorhin halt gefragt, welches Pokémon von den drei dir am besten gefällt. So, da kommt jetzt auf jeden Fall Wickel raus. Also Wickel brauche ich jetzt hier nicht. Dann lass euch nachher mal ein DS mitnehmen. Kannst du gerne machen. So. Sehr schön. Du hast Wachstum, ja. Erlernt, Jonas. Ah, ist super. Es freut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das hier überreiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke und deines Pokémon-Teams. Der erste Orden!
Ich liebe Serpifeu. Ich habe so überlegt, ja, welches Pokémon nehme ich, weil ich mit der po fünften Generation an sich nichts zu tun hatte bisher, wirklich. Serpifeu ist richtig geil. Und dann, jo, du magst ja auch Pokémon sehr, daher habe ich dich dann gefragt. Dennis erhält den Scheren, von Scheren den Grundorden. Bravo, der Grundorden ist dein erster Arena-Orden. Ein denkwürdiger Moment. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Das hier ist ebenfalls für dich. Kraftschub, oh ja. Ja, da könnte ich, glaube, gut gebrauchen, weil Angriff und Spezialangriff steigt. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ach, das war in dieser Generation schon. Geil. Sehr schön. In einer Region gibt es 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Ohren. Wer als Pokémon-Trainer etwas auf sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei füllst du so auch noch die Seiten deines Pokédex. Ja, auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Lande, zusammen mit meinen Freunden und dem Pokédex in der Hand. Oh, Sirene. Hörst du es? Nee. Oh, es ist weg. So, dann gehen wir jetzt kurz ins Pocket Center, heilen uns und dann haben wir noch so circa 2-3 Minuten. Ich muss jetzt hier mal kurz mich mal um was kümmern, weil ich gerade zu Eastbound wurde. Wann? Ich möchte jetzt den Namen hier nicht sagen, derjenige, der in der Eingangshalle ist. Hey! Und wie war's denn so? Den Kampf Ich gehe kurz hoch. gegen einen Arena-Leiter meine ich. Oh, das ist doch der Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und dein Pokémon diese Reise eben erst begonnen. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Dann bekommst du jetzt das von mir, die TM Rückkehr. Oh, nochmal eine schöne TM. Da schauen wir gleich, wer die alles erlernen kann und dann ist der Part eh vorbei. Ein Pokémon Rückkehr wird die Attacke stärker, je mehr es sein Trainer mag. Ja, das ist mega geil. Also dieser Shion. Hey, na, wie geht's denn so? Haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, was? Ja. Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visocaster eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visocaster anrufen. Mich auch? Ich habe auch noch Professor Esche eingespeichert. Der Visocaster klingelt. Das ist sowas wie wahrscheinlich bei Heart Gold. Dennis nimmt den Anruf an. Hallo, Dennis. Ich bin's Professor Esche. Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig, echt klasse. Dank dir wird sich unsere Beziehung zu dem Pokémon noch weiter verbessern. Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier, Professor Escher. Also, ich weiß nie, wer jetzt gerade redet. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist. Wie läuft es bei dir so, Schirm? So als frisch gebackener Arena-Leiter? Schön, dass wir uns hier widersprechen, Professor Escher. Sie sprühen ja förmlich vor Energie. Wie es mir als Arena-Leiter so geht, ist schon ganz schön hart. Wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Shion. Und wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu deinen Pokémon vertiefst und auf diese Weise ein immer besserer Arena-Leiter wirst. Keine Sorge, alles wird gut. Auch wenn Shion erst kürzlich zum Arena-Leiter aufgestiegen ist, ich gerade mal Anwärterin auf eine Pokémon-Professorin bin und Dennis erst vor kurzem ein Trainer geworden ist, wir alle haben trotzdem immer unsere Pokémon an unserer Stelle. Das ist schön gesagt, Bell. Ich weiß nie, wer da gerade spricht, daher sorry, wenn ich da die Stimme meistens gleich habe. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit den Pokémon leben. Vergesst das niemals, was ihr auch tut, wovon ihr auch träumt. Denkt immer daran, dass eure Pokémon immer dabei bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Dennis. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit den Pokémon hast. Ja, ich weiß, die Lippen haben sich bewegt, aber ja,
konnte nicht da und da gleichzeitig schauen. Hey Dennis, Professor Escher ist schon cool, oder? Wenn sie auf dem Visocaster anrufst, bewertet sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge und verrät dir alles Wissenswerte über die Entwicklung von Pokémon. Uns kannst du natürlich auch anrufen. Ich warte dir, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Oh, ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkungen zwischen Typen auf. So, Gespräch ist beendet. Da kommt jetzt noch kurz Retro. Bist du der Arena-Leiter? Dann lass uns gleich kämpfen. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie meine? Ich gewinne auf jeden Fall! Toll. Ein Arena-Leiter hat's wohl echt nicht leicht. Ich habe es so eingerichtet, dass du ab jetzt das C-Gear verwenden kannst. Mit Hilfe des C-Gears kannst du zum Beispiel per Infrarotverbindung oder drahtloser Datenübertragung kommunizieren. Ja, danke. Brauche ich aber nicht. Nein. Willst du das C-Gear in Betrieb nehmen, musst du dazu das Einschaltsymbol rechts unten berühren. Sobald du es eingeschaltet hast, kannst du das Fragezeichen rechts unten berühren, um dir die Erklärung durchzuziehen. Was nun? Es gibt noch eine Arena in Vapiodro City. Vapiodro City liegt etwas hinter der Dings. Okay, hier machen wir erstmal Stopp, speichern mal kurz und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und bye.